Hallo, ich bin Daniel von Tablet.de und ich habe, wie gesagt, gerade mein Asus iPad Transformer Prime bekommen, das ihr hier vorne sehen könnt. Und ich bin immer noch im Fieber, weil ich es einfach total abgefahren genial finde. Tut mir leid für diese Ausdrucksweise, aber es ist einfach mal cool. Also, wie ihr sehen könnt, es ist super dünn, es ist wunderschön leicht. Und das Ding soll eine Akkulaufzeit mit dieser Docking Station von über 18 Stunden haben. Und was ich hier noch habe, ist ein Netbook vom, ja, sagen wir mal, was waren das? 2009. Und das ist ein Acer Netbook mit einem 6-Zellen-Akku, womit die Akkulaufzeit für etwa 6 Stunden reicht. Und ihr könnt sehen, wie fett das Ding ist. Und wie groß das Ding ist. Und ich möchte die beiden einfach mal vergleichen, damit ihr mal den Unterschied seht. Also unten ist Acer. Ich bringe mal die Kamera ein bisschen näher. Das ist ein Acer 10.1 Zoll Netbook. Das ist das iPad Transformer Prime. Auch 10,1 Zoll. Und ihr könnt sehen, es ist ein Tick breiter. Aber wenn ihr mal anschaut, wie dünn das Ding ist. Das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also, ich würde mal sagen, es ist etwa halb so dünn. Das könnt ihr auch hier hinten sehen. Dieser fette 6-Zellen-Akku und hier alles schön eingearbeitet. Der Akku ist drin, nichts ragt raus oder sowas. Also, man sieht, es ist wirklich ein sehr, sehr großer Unterschied. Natürlich haben wir hier im Netbook mehr USB-Ports. Wir haben auch einen Mikrofoneingang, wir haben einen Ethernet-Port. Aber die Frage ist, braucht man das heutzutage noch? Und wenn man die Tastaturen so ein bisschen vergleicht, sieht man, ich gehe mal ein bisschen raus, die Tastaturen sind in etwa gleich groß und man sieht, hier, wir haben hier sogar ein größeres Touchpad als hier vorne und das kann sogar Multitouch. Das kann es natürlich auch. Aber man sieht hier wirklich wunderschön, wie dünn die beiden Geräte wirklich, also das iPad Transformer Prime ist. Und man sieht auch, dass es hier andere Tastaturen verwendet wurden. Wir haben hier eine typische Notebook-Tastatur mit diesem typischen Klick-Klack-Hub. Und hier sind die Tasten eher weiter auseinander. Wir haben hier eine Chiclet-Tastatur, wird es glaube ich genannt. Und der Druckpunkt ist deutlich, ja, stabiler, würde ich sagen. Fühlt sich einfach besser an. Und gehen wir da einfach mal raus. Wenn ihr euch mal diese Displays anschaut, auch da haben wir einen großen Unterschied. Wir haben hier wunderbare satte Farben. Und ich mache die Kamera einfach mal raus. Da könnt ihr den ganzen Müll noch vom Unboxing sehen. Wenn wir das Ganze mal bewegen, hier auf dem Prime seht ihr wunderbar alles. Dort wird es mit dem Blickwinkel wirklich sehr, sehr schwierig. Vor allem, weil es auch noch so spiegelt. Auch wenn man hier natürlich aussieht, dass das Display sehr spiegelt, kennt man immer noch was. Und das Coole ist, das ist noch nicht alles. Kennt ihr nämlich noch. Hier ist die volle Displayhelligkeit, den Super IPS-Modus umschalten. Dann ist das Ding so hell, das überstrahlt das Netbook locker, wie ihr hier sehen könnt. Und ja, nochmal zu der Dünne. Also, da könnt ihr das, denke ich mal, ziemlich gut sehen. Also das Transformer Prime ist deutlich dünner und auch hier bei den Displays. Da hinten ist das dicke, fette Display vom Netbook und hier das wunderbar dünne vom Transformer Prime. Und ja, nochmal der Blickwinkel, auch von oben. Es ist halt deutlich heller, das Prime. Und ja, das war ein kurzes Vergleichsvideo zwischen dem Asus iPad Transformer Prime und einem ganz normalen Netbook, wie sie auch heutzutage noch erhältlich sind. Ich bin Daniel von Tablet.de und schaut euch einfach mal an, wie dünn dieses Tablet
oder das Transformer ist. Das ist doch echt unglaublich. Vielen Dank fürs Zusehen.